Es ist schon ziemlich lange klar, wann Ostern ist in diesem Jahr. Man braucht nur den Kalender aufzuschlagen. Und weiter wussten wir genau, am Mittwoch vorher steigt die Show. Wir können also nicht vom Zeitdruck klagen. Ich fing oft an mit Reim und Text, doch jedes Mal war's wie verhext. Kaum hatte ich das erste Wort geschrieben, da taucht was anderes dringend auf. Drum musste ich den Reim darauf aus guten Gründen erst einmal vertagen. Prokrastination, wer kennt sie nicht schon? Was du heute kannst besorgen, das geht sicher auch noch morgen. Und auch morgen lebst du weiter voll gechillt, weil die Regel dann für übermorgen gilt. Prokrastination, wer kennt sie nicht schon? Was du heute kannst besorgen, das geht sicher auch noch morgen. Und auch morgen lebst du weiter voll gechillt, weil die Regel dann für übermorgen gilt. Ich packte das Problem als Mann natürlich an der Wurzel an, denn schließlich ist das Leben voller Fristen. Und wenn einmal so viel passiert, dass sich der Überblick verliert, dann schreibt man sein To-Do auf große Listen. Gleich morgens früh besorgt ich mir im Kaufhaus dafür Schreibpapier. Es soll ja nicht beim guten Vorsatz bleiben. Und bald schon gegen Mitternacht hängt an der Wand in voller Pracht ein Zettel mit der Aufschrift Liste schreiben. Prokrastination, es ist blanker Hohn. Das sind Tage voller Schuften, die ganz wirkungslos verpufften. Aber morgen, schwörst du, löse ich das fix. Und dann ist es morgen und es löst sich nix. Prokrastination, es ist blanker Hohn. Das sind Tage voller Schuften, die ganz wirkungslos verpufften. Aber morgen, schwörst du, löse ich das fix. Und dann ist es morgen und es löst sich nix. Ich gebe es jetzt mal offen zu, das Lied hier ist ein Riesenschmuh, weil ich im Geiste immer anderswo war. Zwar ist mein Bart blitzblank geputzt, dem Text hier hat es nichts genutzt, sodass das Lied ein glatter Griff ins Klo war. Und plötzlich fällt mir siedend ein, ich müsste längst am Schreibtisch sein. Die Masterarbeit hab ich glatt vergessen. Und auch den Praktikumsbericht, den las ich in 8 Wochen nicht. Die Studis sind wahrscheinlich angefressen. Prokrastination, es ist wie... Herr Kollege? Ja, was ist? Ich hab noch Text. Das ist aber lustig. Ich habe keine Musik mehr. Herr Eggers, wie kommt das? Ich habe Ihnen doch alles gegeben, ja? Ja, das ist ganz richtig. Aber wir hatten auch ausgemacht, dass Sie das Gedicht machen. Das ist auch einigermaßen gelungen, also will ich gar nicht meckern. Und ja, ich mache die Musik. Ja. Aber Sie hätten mir das letzte Woche geben sollen. Und da hätte ich noch Zeit gehabt. Ich habe jetzt die ganze Zeit Vorlesung gehabt. Und vorgestern haben Sie mir den Text gegeben. Vorgestern. Ich bin nicht weitergekommen. Herr Kollege, wir haben noch vorgestern gesprochen, dass wir das heute nicht thematisieren wollen. Wegen dem Vorbildcharakter. Sind überhaupt Studenten von uns da? Können wir
Naja, können wir vielleicht einfach das, hatten wir das auch vereinbart, ja? Improvisieren, okay, oder nochmal von Ich kann nicht improvisieren, ich kann nur nach Noten spielen. Ja, dann einfach wieder vorne anfangen. Wir fangen von, aber dann machen wir es jetzt in Moll. Dann ein bisschen Abwechslung. Ja, das wäre dann in D-Moll, ja, für Sie. Da ist es. Okay? Ich setz mich hin im Jetzt und Hier, befehl mir selber, korrigier. Ich seh aufs Blatt und sonderbar, ganz plötzlich stehen Reime da. Ich weiß nicht, wie es mir geschieht, sie formen sich zu einem Lied, denn durch der Reime flotten Lauf schieb ich das Korrigieren auf. Prokrastination, das hier ist der Lohn. Was du heute kannst verschieben, magst du morgen auch nicht lieben. Also merke dir jetzt diese schlaue List. Such dir etwas, das noch ungeliebter ist. Also merke dir jetzt diese schlaue List. Such dir etwas, was noch ungeliebter ist.